Ihr habt Lust auf ein richtig leckeres Ostergebäck? Dann lasst euch heute bei diesem Rezept überraschen. Ich habe hier was Neues für euch und es ist so einfach und lecker. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle. Alles, was dein Gebäck begehrt. Wir fangen wieder wie üblich direkt mit dem Teig an. Den findet ihr auch mit den genauen Zutaten unten in der Beschreibung und zum Schluss. Dazu zu meinem Mehl gebe ich selbst gemahlene Zitronenschale und noch ein bisschen Zucker. Super einfaches Rezept mit ganz wenigen Zutaten. Die wichtigste, ist hier mein Hefewasser, die selbst hergestellte Hefe, wie das geht, oben rechts. Die Milch habe ich vergessen zu filmen, die ging aber auch rein, genauso wie jetzt hier auch das Pflanzenöl, das ihr auch mit Butter ersetzen könntet. Und dann habe ich hier meinen Magerquark. 500 Gramm und das lohnt sich. Das ist so ein tolles, leckeres und saftiges Gebäck. Das Ganze geht jetzt hier direkt bei mir in den Mixer. Ich habe hier meine Kenwood Cooking Chef. Das funktioniert natürlich auch mit dem Handrührgerät oder jeder anderen Küchenmaschine. Habt ihr das nicht zur Hand, geht das selbstverständlich auch mit euren Händen. Und in der ersten Minute mache ich das wirklich so, ich habe das jetzt hier mal ausführlich gezeigt, dass ihr das ganz langsam macht. Dann spritzt euch das auch nicht mit dem Mehl so voll. Das ist tatsächlich, finde ich, immer richtig gut. Das habe ich früher auch nicht gemacht. Ich habe immer zack, volles Rohr, immer ab der ersten Minute gemacht. Ich mache aber tatsächlich die erste Minute ein bisschen entspannter und danach könnt ihr das auf die erste Stufe jetzt bei meiner Küchenmaschine zum Beispiel hochdrehen. Das reicht dem Teig vollkommen aus. Das ist richtig schön und das ist so ein tolles, saftiges Gebäck. Ich bin schon mal gespannt, wie ihr das findet. Und falls euch das für dieses Ostern nicht reicht, ich verlinke euch nachher auch nochmal mein Ostergebäck, die Playlist. Dann habt ihr schon mal wieder was fürs nächste Jahr, denn glücklicherweise kommt Ostern ja immer wieder. So, hier habe ich jetzt schon ein bisschen hochgestellt. Manchmal mache ich das auch, zum Beispiel, wenn sich das nicht richtig verteilt, dass ich das nochmal auf zwei stelle und dann wieder auf eins runter. Nach der Knetzeit kommt das in eine Glasschüssel, dann kann ich das am besten beobachten und lasse es bei Zimmertemperatur stehen, bis es dann ungefähr nach 8 bis 10 Stunden so aussieht. Richtig toll aufgegangen. Und dann schaut mal, ich habe hier ganz tolle Osterform, so ein süßes kleines Lämmchen oder hier den hoppelnden Osterhasen. Ich verlinke euch ein ähnliches Set mal unten, denn ich habe mir das tatsächlich auch online gekauft. Diese gleiche Variante gibt es aber nicht mehr, aber ich finde, es gibt mittlerweile schönere Varianten. Guckt euch das mal an, das ist echt süß. Und ich verlinke euch noch ein paar andere, denn ich finde, dieses Gebäck kann man nicht nur zu Ostern genießen, sondern das ganze Jahr über. Das ist so lecker. Bemehlt eure Arbeitsfläche, das ist ganz wichtig, denn der Teig klebt ein wenig. Und dann einmal rundformen. Das wird gleich ausgerollt. Das könnt ihr entweder mit dem Nudelholz machen oder ich zeige euch gleich auch eine einfachere Variante. Vielleicht für diejenigen, die gerade ausgezogen sind und noch nicht genügend Backequipment haben, ist das optimal. Ich mache das einfach gerade mit den Händen. Ich wollte eigentlich tatsächlich mein großes Nudelholz benutzen, aber dann war ich irgendwie so am Gucken, Mensch, was hat der Teig für so eine Konsistenz? Dreh das mal um. Das ist auch ganz wichtig. Ihr müsst wirklich immer genügend Mehl unter dem Teig haben, dass der sich immer heben lässt. Achtung, dass der nicht reißt, also nicht zu häufig immer umdrehen. Irgendwann das dann tatsächlich lassen, es muss aber genügend Mehl drunter sein. Denn ansonsten bekommt ihr nachher das Ausgestochene nicht wieder weg. Habe ich ausgetestet, also bitte unbedingt genügend Mehl machen. Das streiche ich jetzt hier auch nochmal oben ein bisschen ab. Und dann kommt das erste Förmchen. Ich habe natürlich, weil wir Ostern haben, als allererstes hier einen süßen Osterhasen genommen. Das Ganze packe ich dann neben der Kamera, ist mein Backblech mit dem Backpapier direkt einmal drauf. Und nachdem der Teig aufgegangen ist, braucht ihr jetzt auch groß keine Ruhezeiten und irgendwas zu bedenken. Ihr packt das einfach direkt auf das Backpapier und sobald ihr fertig seid, geht das auch schon in den Ofen, aber da zeige ich euch noch eine Kleinigkeit. So, und ich steche das hier schön aus. Das ist so ähnlich wie Weihnachten. Und was ich wirklich ganz toll finde, ist,
dass man jetzt mittlerweile nicht nur zu Weihnachten, so war das bei mir in der Kindheit so, man hat wirklich nur an Weihnachten Plätzchen gemacht. Mittlerweile gibt es so viele tolle Formen, nicht nur zu Ostern, sondern auch Halloween oder ich habe auch ganz süße Waldtierchen gesehen. Also wenn ihr Kinder oder Enkelkinder habt, Nachbarskinder, wen auch immer, Schulkinder, Kindergartengruppe, was auch da irgendwie ist, probiert das aus. Das Gebäck schmeckt wirklich das ganze Jahr über. Und ist super einfach. Und gerade wenn ihr Kinder habt, ist das schön, einmal die Tiere durchzugehen, das einmal zu erkunden. Echt klasse. Und dafür ist dieser Quarkteig wirklich perfekt geeignet. Die Reste packt ihr einfach so auf einen Haufen. Das zeige ich euch gleich. Hier, guckt mal, ganz einfach. Der wird sofort wieder geschmeidig. Ihr könnt das sehen. Also, das ist sogar einfacher als bei einem normalen Keksteig. Deswegen bin ich schon gespannt, was ihr davon haltet. Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Natürlich auch, wie es euch geschmeckt hat. Und ich bin schon gespannt. Einige verlinken mich ja schon ganz fleißig oder auch in meiner Hefewassergruppe wird ganz tolles gebacken. Wenn ihr Lust habt, da mal kostenfrei mit dabei zu sein, dann verlinke ich euch die Gruppe auch noch mal unten, wenn ihr sowieso bei Facebook seid. Denn das ist ein toller Austausch. Das heißt, wenn ihr Fragen habt oder irgendwie was ist, dann könnt ihr euch da austauschen. Zeigt uns euer tolles Gebäck. Ich freue mich da riesig drüber. Und ansonsten, wenn ihr es wirklich mal eilig habt, ihr habt eine Frage, die euch wirklich auf der Zunge brennt, ihr wollt ganz schnell etwas wissen. Ich habe meine Mitgliedschaft hier bei YouTube, die ist monatlich kündbar, aber die hilft genau in diesen Fällen. Und da gibt es natürlich noch ein paar schöne exklusive Vorteile. Aber seht ihr auch unten in der Beschreibung. So, hier habe ich mein ausgestochenes Baguette, wollte ich schon sagen, meine ausgestochenen Teilchen und gebe da ein bisschen Milch drauf. Ihr könnt sowohl Pflanzenmilch als auch Kuhmilch nehmen. Es gibt auch sicherlich eine vegane Alternative zum Quark. Ansonsten kann ich euch da hier auch veganen Joghurt empfehlen. Das ist variabel, aber mit Quark ist natürlich ganz typisch dieses Quarkölgebäck. Ich habe das selbstverständlich ein bisschen hier umfunktioniert in ein Quark-Hefewassergebäck. So. Einfach bestreichen. Der Ofen heizt bei mir schon vor. Das geht ganz flott und ab mit den süßen Stückchen da hinein. Die brauchen nur 10 bis 15 Minuten. Währenddessen kann ich schon mal meinen Guss zubereiten. Das habe ich sogar schon gemacht, als ich den Teig habe aufgehen lassen. Da gebt ihr Puderzucker mit ein bisschen Wasser hinein. Bei mir stimmt jetzt gerade der Kamerafokus nicht, aber der kommt gleich wieder. Hier wieder das Wasser. Da bin ich jetzt ganz vorsichtig. Beim letzten Mal, als ich das gemacht habe, da war ich ja ein bisschen ja, großzügig und musste noch Puderzucker hinzugeben. Aber das hat jetzt eine tolle Konsistenz. Ich habe euch, wie gesagt, die genauen Mengenangaben unten in der Beschreibung aufgeschrieben. Es kommt aber auch noch mal zum Schluss, falls ihr euch da einen Screenshot von machen möchtet. So, hier, das sollte jetzt genügen an der Menge. Und, ich habe hier mir eine kleine Assistentin wieder geholt. Die macht das immer so toll. Ich habe noch ein paar mehr Kinder, aber da ist nicht jeder immer begeistert dazu, mir zu helfen. So, und hier wird schön bestrichen. Und deswegen sage ich ja, Kindergarten, Schule, was auch immer, backt einmal dieses tolle Gebäck nach. Ich freue mich schon auf eure Kommentare und hoffe, dass ihr dieses Video wieder genossen habt. Guckt euch das an. Super einfach. Und ich kann euch sagen, die sind schneller weg, als ihr sie gebacken habt. Hier, ganz einfach, fluffig, weich. Hier sind die neuen Rezepte noch für euch. Ich wünsche euch auch hier viel Spaß beim Anschauen und ich bin bald wieder zurück. Eure Emma.